Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Bioshock Infinite. Auch wenn sich das nochmal überhaupt nicht gereimt hat. Schöne Aussicht. Da oben wird getanzt. Ah, da ist er. Naja. Wenn sie da oben schön rumtanzt, wird sie ja wohl nicht so schlecht gehen. Kaputt machen. Bei dir wird Mutter immer gefragt. Ich bin mein eigener Herr. Na, Liga. Ah, was für ein Leben. Mir fehlen echte Strände. An echten Stränden musst du dir das Wasser mit allen möglichen Menschen teilen. Und diese Menschen sind unhygienisch. Ach, Unsinn. Sie kriegen die unvorstellbarsten Krankheiten. Wenn du mir nicht glaubst, fahr mal nach Finkton. Ich frag mich eigentlich, ob die hier ganz gechillt einfach wieder runtergehen können und dann wieder hoch, wenn sie wollen. Vielleicht sollten wir beide einen Spaziergang machen. Ich gehe doch nicht mit dir spazieren. Es ist doch allgemein bekannt, was du für einer bist. Was für einer ist er denn? Ob hier wohl so kein Sex vor der Ehe auch gilt? Könnte ich mir dann hier oben dezent langweilig vorstellen. Ich meine, man hat sonst dann relativ wenig Verstreuung. Zerstreuung? Zerstreuung, glaube ich, heißt das Ganze. Wir essen einen Hotdog aus dem Müll. Dem keiner eine hübsche Badehose kauft. Nee, ihr könntet auch ruhig ein bisschen mehr Haut zeigen, so ist es ja nicht. Würde euch sicherlich nicht schaden, ein bisschen Farbe zu bekommen. Die Frage ist ja, wenn man so hoch über den Wolken ist, ob man dann größere Probleme mit Sonnenbrand hat. Wahrscheinlich schon, ne? Sollte man schon aufpassen. Fläschchen unbekannter Fusel trinken. Nee, den kannst du behalten. Okay, also dann. Ihr seid stark. Stark! Tut so, als wärt ihr Herkules. Jawohl, gut so. Okay, Miss, jetzt die Hand etwas weiter oben auf sein Bein. Betteln verboten, Kumpel, hast du die Schilder nicht gesehen? Ich will betteln. Den Spruch kenne ich schon. Du musst mir glauben. Ich liebe es. Wie viele Männer, die ich kenne, keine Ahnung haben, wer sie. Hier war noch ein bisschen Kram. Munition noch, wenn ich ihn nicht wirklich brauche. Diese Idioten. Man sollte sie absaufen lassen. Sie aus den also, das ist jetzt aber Darwinist. Darwin! Charles Darwin! Sprung. Hey, nicht so laut, ja? Ja, das kann ich mir vorstellen, dass man hier nicht unbedingt sonderlich laut über Darwin sprechen sollte. Das ist typisch Vox Populi. Die Iren und die Neger aufhetzen. Ah, erst ins Habaton ruhen, dann holen sie dich aus dem Bett. Comstock sollte sie zertreten! Ihr seid ganz schön rassistisch, Jungs. Ich das mal so anmerken darf. Na dann. Erklär mir doch mal, was hey, du Kleine. Tun wirst. Kleine. Könntest du... Hey, Kleine. Kleine. Elizabeth. Hallo. Oh, das ist wundervoll. Tanzen Sie mit mir, Mr. Dubin. Ich tanze nicht. Los, komm jetzt. Wieso? Was könnte schöner sein als das? Naja, wie wär's mit Paris? Paris? Wie? Ich verstehe nicht. Wie kommen wir dorthin? Naja, dieses Luftschiff fliegt dorthin. Aber wenn du lieber weiter tanzt... Nein, gehen wir. Kommen Sie. Los. Jetzt auf der Stelle. Ich bin frei. Kaum zu glauben, aber wahr. Riechen Sie das? Diesen Geruch kenne ich nicht. Sie vielleicht? Die Strände, die ich kenne, riechen für gewöhnlich anders. Kleines, dummes Mädchen, sag ich dazu nur. Mr. DeWitt, Comstock. Hab von ihm gelesen. Es heißt, er kann in die Zukunft sehen. Gibt man einem Mann Macht, hält er sich gleich für den Größten. Er gefällt mir nicht. Was gefällt dir nicht am Propheten? Sein Blick? Können wir gehen? Ja, Mädel, wenn du wüsstest, dass er dein Monsieur Papa ist, der dich da in diese Kammern gesteckt hat, um irgendwelche komischen Experimente mit dir zu machen, dann könntest du wahrscheinlich verstehen, warum du ihn nicht magst. Wir sind echt wohlhabend, was?
Sag mal, muss ich mir jetzt die ganze Zeit deine Kritik anhören, wenn ich irgendwelchen Leuten ein paar Cent klaue oder was? Ist ja wohl nicht dein Ernst. Das muss ja nett sein. Oh, dieser Sturz ins Wasser hat ihn nicht gut getan. Ich suche etwas, was vielleicht die Schmerzen lindert. Zigarette rauchen, Wein trinken. Na, das ist ja hier grandios für Kindertheater, ne? Da nehme ich doch lieber, was im Müll ist. Nochmal Zigaretten, aber auch ein bisschen Limo. Limo hingegen ist wieder gut. Was ist das? Karamell. Klar. Essen wir doch gerne. Mr. DeWitt, hier! Vogel? Oder den Käfig? Oder vielleicht... Nichts geht über den Käfig. Die zwei schon wieder. Wie... Schon gut. Vogel oder Käfig? Sehen Sie mal, die sind doch toll. Welcher gefällt Ihnen besser, der hier oder der? Der Vogel ist wunderschön und der Käfig ist traurig, aber er hat schon etwas Besonderes. Ich kann mich nicht entscheiden. Na, ganz sicher nicht den Käfig. Den rechten. Ganz sicher? Sicher. Der ist toll. Überraschend. Mein Tipp war der Käfig. Wenn du ein schlechter Verlierer sein willst, mache ich das nicht mehr. Das ist reine Sophisterei. Oh mein Gott! Mein Gott. Sehen Sie. Alles in Ordnung? Da war ich zu Hause. Wir sollten verschwinden. Los. Es ihm weiß scheint. Das ist schon alles in Ordnung. Oh, Frederick. Frederick. Ja, Frederick. Du Armer. Ich habe immer noch nicht mal ansatzweise genug Asche zusammen, um mir ein Plasmiden-Ding zu kaufen. Wo war Songbird, als es passiert ist? Songbird war da und hat versucht, uns zu fressen. Ihr Superhelden hier. Stellen Sie bitte sicher. Arme nach oben. Okay, was dann mich gehen wir interessiert ist, wieso ist nie ein Handyman da, wenn man ihn. Na, da komme ich nicht durch. Weißt schon was. Ja, warte mal, ich will noch schnell die Sachen hier mitnehmen. Das ist immerhin. Noch ein bisschen Geld. Ich verstehe nicht, warum sie uns alle aufhalten, nur um diesen einen Mann zu finden. Wird das mit der Stärkung? Gott, was ist los? Die sollten Finkten einfach ausräuchern und fertig. Was passiert da? Seht euch den an! Hey, Bulle! Sieh dir den an! Der ist verdächtig, wenn du mich fragst. Dave fragt aber ganz halt niemand. Ach, das Ding ist versperrt. Lass mich raten, der Schlüssel, den ich dir gegeben habe, passt. Was machst du da? Sie sind lustig. Wonach sieht's denn aus? So. Wo hast du gelernt, Schlösser zu knacken? Gefangen in einem Turm? Nichts als Bücher und Fremd. Sie würden staunen, was ich alles... Oh, ich glaube, das werde ich noch. Oh, ich glaube, das werde ich noch. Oh, interessant. Muss ich da lang? Tatsache, da muss ich lang. Aber mich interessiert viel mehr, was hier noch alles in den Schreibtischen ist. Ah, da ist ja jede Menge Kohle. Kann man doch nicht einfach zurücklassen. Nochmal ein paar Silver Eagle. Ich hab 1000! Ich hab meine ersten 1000 voll! Komplizierte Arbeiten kann ich gleich selbst machen. Oh, hallo, Sir. Achten Sie nicht auf mich. Ist bloß dummes Zeug. Alles nur Blödsinn. Okay, ihr seid hier ganz schön unterdrückt, ne? Hier drüben. Ich habe diese Silver Eagles gefunden. Dort drüben ist ein Verkaufsautomat. Vielleicht gibt's da was für Ihre Gesundheit. Ist vermutlich eine gute Idee. Vermutlich hätte ich aber auch gerne erstmal meine Fähigkeit wieder, um ihn auszuplündern. Ah, Gesundheit, Salz. Na, was soll ich denn machen? Meine Gesundheit ist voll, Mädel. Ich würde lieber aus dem mit Hilfe meiner Plasmide bzw. meiner Wiggles. Do not speak to the patrons. Not spoken to. Nicht unaufgefordert mit den Gästen sprechen. Okay. Gäste sind stets mit Sir oder Madam zu sprechen. Okay.
Wenn hier nicht nur Schwarze arbeiten würden, wäre das wahrscheinlich noch... Seltsam. Booker. Populi hat ganz recht mit ihren Beschuldigungen gegen den Propheten. Und bestimmt waren Freunde von ihm bei ihren Treffen. Würde mich auch mal sehr interessieren. Und nun wieder Musik. Okay, dann hören wir uns, dann schauen wir mal da rein. Was haben wir denn da? Ausrüstung. Eine neue Hose. Haben wir schon eine Hose? Meisterschütze erhöht den Schaden bei kritischen Treffern um 50%. Ich weiß gar nicht, ob wir schon eine Hose haben. Haben wir schon eine Hose? Weste? Tödliche Stöße. Heiligenschein? Okay, warum ziehst du die nicht an? Ah. Okay, was fehlt dann da noch? Weste? Hut? Wahrscheinlich irgendwas für die Hände oder sowas, hm? Schauen wir uns mal an, was da für ein Recording gibt. Als ich Columbia zum ersten Mal sah, hatte ich noch nie einen klareren, blaueren Himmel gesehen. Es war wie im Paradies. Dann, als sich die Augen an das Licht gewöhnt hatten, sah man ein Meer von Weißen, die einen kalt anstarrten. Na, das ist natürlich nicht so. Hey, Mister, wir wollen Ihnen helfen. Kennen wir uns? Da bei der Verlosung vorhin. Ohne Sie wären wir nicht entkommen. Daisy hat immer gesagt, dass mal einer wie Sie kommt. Okay. Danke. Schätze ich mal. Neue Stiefel, aha. Beim Töten mit exzessiven Schäden werden nahe Feinde betäubt. Kleider machen Leute. Ja, wir tragen vier Sachen. Mädel, stell dich nicht so an. Wobei du natürlich zur Atmosphäre beiträgst. Interessant, was hier alles abgeschoben wird. Also so wie ich das bisher verstehe, werden Iren und Schwarze abgeschoben. Beziehungsweise gesellschaftlich ausgegrenzt. Keep this Iren clean, it's your job. Gesellschaftlich ausgegrenzt. Colored and Irish Washroom. Ja, Sie haben hier nichts verloren, Sir. Gehen Sie lieber, sonst bekommen wir noch beide Ärger. Ich glaube, ich habe schon genug Ärger. Wenn ich ehrlich sein soll. Nee, Bier trinken vom Boden. Father of Lies, you see nothing. Okay. Wenn ihr unbedingt wollt, dass ich gehe, sage ich nicht nein. Oha, wo sind wir denn hier gelandet? Motorized Patriot. Bitte sehr, junge Dame. Bist du ein Schlaukopf? Warte! Oder ein Schwachkopf? Schlaukopf, wissen Sie zufällig, wie spät es ist? Das Gewehr seines Vaters. Flawless Flintlock! Die neue ist der... Das Erscheinen wurde dreimal verschoben. Mehr Geld. Was? Hier, Mr. DeWitt. Gut. Wow. Flawless. Bist du ein Schlaukopf? Oder ein Schwachkopf? Ein Schlaukopf reinigt jeden Sonntag ungefragt das Gewehr seines Vaters. Ein Schwachkopf schießt jeden Tag Mäuse damit und stellt das Gewehr schmutzig zurück. Drum denk immer daran, sei kein Schwachkopf. Okay, also hier geht's um das Gewehr. Was ist damit? Sculling Strange. So. Schlaukopf? Du ein Schlaukopf oder ein Schwachkopf? Das ist die Frage, ne? Wenn ein Schlaukopf eine verdächtige Person sieht, meldet er sie sofort bei den Behörden.
Wenn ein Schwachkopf eine verdächtige Person sieht, ignoriert er sie und widmet sich lieber seinem neuen Roller. Okay, Stranger, Flawless Flintlock. Was haben wir noch? Patriot Proud Pose. Ah, da unten sieht man es ja auch nochmal, die Bildchen, ne? Warum würde ich die Waffe nicht halten? Ihr geht's nicht gut. Nicht gut. Nun, ein Storch. Kein Ehemann. Sie sollte für ein paar Monate nach Finden verschwinden oder so wohin. Und dann. Hier, gut aufheben. Pep! Schön. Okay, jetzt gibt's mir wirklich Kohle. Der Service hier wird von Mal zu Mal schlechter. Ihr seid ja Assis, ey. Kommen Sie! Lassen Sie sich mit unserem Landesvater. Überquert. Auf Knien hat er das Schwert des Engels Columbia empfangen. Kommt, Leute! Zeigt eure Treue zu Flagge und Nation! Den Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie ein Eden stehen dort im Dunst. Von der Welt verleugnet. Hall of Heroes, hm? Guck mal, die Jungs noch. Warum sollte man sich das alles anschauen? Das sind doch noch nicht mal Spiele. Und du bist ganz schön blind, Kollege. Annabelle? Wie bitte? Annabelle, ich bin's, Esther. Oh nein, ich bin nicht Annabelle. Ganz sicher? Mein Name ist Elizabeth. Kennen wir uns? Elizabeth? Das ist ja ein ganz reizender Name. Das war ja seltsam. Da gebe ich dir recht. Letzter Kunde, der Park schließt. Der Park schließt, Leute. Das war wirklich sehr seltsam. Ja, diese Schuhe gehören wirklich mal geputzt. Ich hab wohl nicht recht aufgepasst. Beim Ärsche treten, oder was? Was ist ich? Auch ist frisch gekehrt. Dimwit Duke in asleep at his post. Are you Duke or a Dimwit? See the very dress worn by Comstock herself. Aha. Da liegt ganz schön viel Papier rum. Da sollte mal wieder jemand sauber machen. Haben Sie Sauerkraut? Sauerkraut? Ich glaube schon. Dann, einmal bitte. Was macht das? Einen Silberigel. Ganz schön schick alles hier. Das Salz lasse ich da mal stehen. Das macht da wohl keinen Sinn, das mitzunehmen. Wahrscheinlich eh voll bin, auch wenn ich es nicht beurteilen kann. Eine Waffe. Er ist bei ihr. Drei Fliegen mit einer Klappe. Habt ihr das gehört? Er telefoniert und sagt, er schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Und dass ich bei ihr bin. Okay, dann hauen wir mal rein. Zwei Tickets für die Fahrt zum Luftschiff, First Lady. Ja, Augenblick, Freund. Ja, hab ich. Wie wollen Sie vorgehen? Und schnell, wenn's geht. Mhm. Verstanden. Ich rufe wieder an, sobald alles klar ist. Das gefällt mir nicht. Ja, schick den Vogel. Wir sind bereit für den Zugriff. Entschuldigung, wird man hier mal bedient? Sicher, Sir. Sorry wegen der Warterei. Wie denn das? Schnapp sie! Gehen Sie weg von mir! Ah!
ich hab doch gerade ganz anders. Was war das denn? Ja, ja. Okay. Da ist er! Hey. Effekt. Gott ist leer! Geht weg von mir! Lass mich raus! Ich will raus! Was? Ich kann immer nur zwei Waffen fahren? Ich will sofort hier raus! Bleib mir vom Leib! Na dann doch lieber Schrotflinte und Maschinengewehr, oder? Meinst du? Ihm nach! Sofort! Oh! Wow, 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 Mann. Okay. Gott sei Dank hat das Spiel nicht wirklich Ladezeiten. Was hinsichtlich dessen schon gewiss ist. Bleib, wo du bist! Sie sind... Warum sind die geschockt? Elisabeth, wo bist du? Das muss doch wieder die alte gemacht haben. Anders geht das doch gar nicht. Ich weiß aber, dass da hinten noch so eine Injektion rumliegt, oder? Ist ja schon schön, die noch mitnehmen zu dürfen. Hier wird alles enden. Okay, ich muss mittlerweile etwas im Schock haben. Das ist der Moment, für den wir geübt haben. Der falsche Hirte ist hier. Der genaue Tag war nicht klar. Aber wieder einmal beweist sich die seherische Kraft des Propheten. Die Zielperson unserer Aktion muss lebend gefasst werden. Stirbt sie, stürzt sich der Vogel auf uns. Und der hinterlässt nur namenlose, zerfetzte Körper. Das war schon die sechste Zigarette. Das Warten ist unerträglich. Also ganz offensichtlich haben sie schon auf mich gewartet und es auf mich abgesehen. Na, ihr seid ja welche. Columbia Security. So geht man das aber nicht an. Wo ist sie? Hoffentlich hier oben. Na toll. Ja, da hoch. Da will ich aber gar nicht hin, sondern ich will noch hier. Genau. Und dann holen wir uns doch nochmal ein Schild-Upgrade. Gut. Das kann nie schaden. Und ein paar Silver Eagles haben wir noch. Hier vorne noch was? In den Tischen oder so? Nee. Okay. Hier war ja immerhin der super nette Mensch, der uns in die Hand gestochen hat. Geht's hier raus? Tatsache. Muss ich da denn raus? Nee. Aber vielleicht will ich da ja raus. Oder zumindest mal kurz runter. Was liegt hier? Dosengemüse. Maschinengewehrmunition. Ein Schreibtisch. Oh, was haben wir hier alles?
Monate und Jahre wurden zu Erinnerungen und die Männer im Kongress bekehrten sich zum Guten. Und durch menschliche Technologie und Geld aus Washington schuf der Herr Columbia nach seinem Willen und erhob die Stadt weit über das Sodom unter uns. Okay, das heißt, die Steuerzahler haben mal wieder den ganzen Hirngespinst von dem Verrückten hier gezahlt. Na, wie er das wohl wieder geschafft hat, das genehmigt zu bekommen. Wobei, eigentlich lohnt sich das ja gar nicht nachzufragen. Ist doch irgendwie ganz normal, dass die das immer irgendwie schaffen, sowas genehmigt zu bekommen. Naja, so ist es halt, ne? Bleib einfach, wo du bist! Was ist das denn? Hey, komm zurück! Wo rennst du denn rum? Nee, du bleib mal stehen. Kann ich auch. Geh hier in den Raum und drück an dem Hebel rum. Okay. Wenn die da offensichtlich noch einen Augenblick braucht, dann excusez-moi. Wir gehen mal kurz hier drüben noch. Das sind so Plätze, an denen ich immer irgendwas ganz Tolles verstecken würde. Weil da keiner, außer so unglaublich Neugierigen wie meiner selbst, nachschauen würde. Unvergleichbare Personen selbstverständlich. Hallo. Ach, du betätigst den Hebel. Willst du nicht erstmal mit ihr reden? Sie haben diese Menschen getötet. Ich kann es nicht fassen. Sie sind alle tot. Sie haben sie umgebracht. Elizabeth, ich... Sie sind ein Monster. Was hast du denn gedacht, was passiert? Was? Hast du eine Ahnung, was diese Leute auf sich genommen haben, um dich in diesen Turm zu sperren? Glaubst du, Leute wie die lassen dich einfach gehen? Du bist ein Investment. Und du bist erst sicher, wenn du weit weg von hier bist. Was wollen die von mir? Keine Ahnung. Aber ich lasse mich ganz bestimmt nicht mehr so überrumpeln. Zeigen Sie mal die Hand. Was da eben passiert ist, war noch nicht alles, habe ich recht? Ich weiß es nicht. So. Danke, Madame. Da muss ich mich... Ich habe einiges über Medizin gelesen. Ich werde versuchen, sie mit Heilmitteln zu ver... Und wenn die Wunde mal tiefer geht... Echt? Tauben fischen? Oh, sehr geil. Ja, ich schätze, das macht man dann wohl in den Wolken. Wenn man nicht fischen kann, jagt man Tauben. Wobei ich mich echt frage, ob Tauben so hoch fliegen. Ich meine, das ist schon ein ganz schönes Stück hier hoch. Da würde man doch eher erwarten, dass, wenn sie so hoch fliegen, dann auch hier oben geboren wurden. Ja, guck mal, sieht so aus, wo die Sonne langsam untergehen. Essen wir doch mal noch eine Banane. Da gibt's so eine Banane. Was haben wir da? Nix. Das sieht nach einem sehr leckeren Wein aus. Champagner. Aus der Champagne. Die lassen das Wasser echt einfach so in die Wolken ab. Naja, wird zu Regen unten drunter. Und jetzt fragt ihr euch noch, warum es sauren Regen gibt. Also ich frag mich das schon lange nicht mehr. Spielen wir mal noch schnell Tourist. Teleskop benutzen. Battleship Bay. Guck mal, ganze Stadtviertel, die da durch die Gegend fliegen. Wow. Da haben wir noch gar nichts gesehen im Vergleich, ja? Würde ich mal sagen. Oh, guck mal, eine Karte. Soldier's Field Map, Battleship Bay. Arcade, Lower Gondola Station, Main Street. First Lady's Aerodrome, Ferris Wheel. Elevator to Hall of Heroes, das haben wir noch. Dann sind da die Hall of Heroes, oder nicht?
Na, wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Okay, das Salz darf ich nicht nehmen. Darf ich denn da drüben was nehmen? Ja, 15 Dollar darf man ja immer nehmen. Ah, aber langsam habe ich genug Kohle zusammen, um mir im nächsten Automaten vielleicht auch mal was damit zu kaufen. Und verlassen wir das Gebiet mal. Soldier's Field. Sie glauben, dass das Mädchen eine Prophezeiung entstammt. Die Leute sterben für ihren Glauben. Mädchen, du bist mir sympathisch. Du hast meine Gedanken. Zuckerwatte in der Tasche, hm? Okay. Mit Lockpicks kann Elisabeth verschlossene Türen öffnen. Habe ich jetzt wohl einen bekommen, hm? Also. Shadaboom! Minuteman's Armory. Besuchen Sie die Hall of Heroes und lernen Sie das brandneue... Was kannst du mir denn hier? Magazinvergrößerung für die Pistole. Oder ein Schadensboost für die SMG. Für das Maschinengewehr. Für den Maschinengewehrschaden. Das wäre per se mal nicht so verkehrt. Oh Gott, es gibt 4 Verbesserungen dafür. Naja. Jockey Ken, wer braucht schon das? Ach, jetzt müssen wir da sein, oder? Ferris Wheel. Erbaut 1903 von der Hand unseres Propheten. Was interessieren einen Propheten Jahrmarktboden und Karusselle? Das Kinder an den Dienst am Staat zu gewöhnen. Du meinst ans Militär. Lernt ein Kind auf dem rechten Pfad zu wandeln, so weicht es auch im Alter nicht davon ab. Ist das von dir? Nein. Hm. Eine Stadt in den Wolken. Unmöglich! Die Grand Dame der Wissenschaft demonstriert ihre Wunder. Was bringt das Ganze zum Fliegen? Raketen? Ballons? Quantenmechanik, sagt die kleine Lady. Wir tippen... Was? Okay. Quantenmechanik. Wir tippen eher auf heiße Luft, würde ich jetzt vervollständigen, auch wenn ich nicht weiß, was das da gerade stand. Allerdings würde das die Menge an heißer Luft nicht reichen, um so eine ganze Stadt in der Luft zu halten, wenn man sich überlegt, wie viel man allein schon für ein paar Personen braucht, ne? So, Soda, Salz, Silber Igel. Hier ist etwas Geld. Hier. Das war aber nicht so viel, wie du sonst angeschleppt hast, Mädel. Aber soll mir recht sein. Hat sich eigentlich an der Waffe jetzt optisch was verändert? Ich finde es immer cool, wenn man das so ein bisschen sieht. Bei Tomb Raider war das cool. Na komm, wir kriegen doch bestimmt gleich Besuch, oder? Das Tor ist fest verschlossen. Wie kommen wir jetzt zu dem Luftschiff? Mal sehen, ob ich das Tor von Hand öffnen kann. Wir gucken erstmal kurz nach hier unten, okay? Wenn das in Ordnung für dich ist. Mein Freund! Ach, das sind Lichter auf dem Boden. Was haben wir denn hier? Münze. Lockpick. Okay, damit haben wir jetzt schon mal 2 Lockpicks. Das ist schon mal sehr gut. Aber wir versuchen es erstmal schnell von Hand. Das wird sowieso nicht funktionieren. Oh, Schock Jockey. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Eine dämliche Alternative zu Strom. Nicht sehr funktionieren. Ich will nochmal zurück. Ich habe gedacht, ich bräuchte dazu erstmal einen Plasmid, um da durchzukommen. Offensichtlich allerdings nicht. Wie sie gemütlich durchschlappt werden, indem sie mich das Ding hochhalten lässt.
Na, Madame, das ist aber nicht die feine englische Art. Also, dann machen wir mal die Tür auf. Wir haben ja immerhin zwei. Du musst ein Schloss knacken. Na klar. Drei. Anscheinend hat sie schon eins mitgebracht. Fertig. Ah, Münze unter den Matratzen. Wenn das Achievement jetzt auch mal fertig, dann blickt das nicht immer nur rein. Das ist schon mal sehr gut. Munition für was? Keine Ahnung. Gehen auf jeden Fall schon weg. Oh. Na, seht ihr mal. Hat sich schon gelohnt. Suchen wir die Schilde noch mehr. Genau das, was wir jetzt brauchen. Schilde, 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 sage ich nur. Schadensprävention ist immer besser als Reaktion. Für den Karib. Also wir haben jetzt wohl offensichtlich eine Schrotflinte und ein Sturmgewehr. Nee, eine Maschinenpistole. Und dann kriegen wir aber den Karabiner noch. Dann sagen wir suchen nur die Toiletten. Und das klappt? Normalerweise nicht. Das glaube ich nämlich auch. Das heißt, wir werden wohl relativ bald einen Karabiner bekommen, der dann einen Ersatz. Ja, siehst du. Toll. Der Karabiner ist jetzt natürlich ein Ersatz für meine. Ja, mal für die Schrotflinte. Ja, machen wir es halt einfach so. Was soll's denn? Was ist das? Das frage ich mich auch. Die Zeit im Comstock-Haus war erträglich. Die Arbeit war natürlich hart, aber erträglich. Bettzeug ausbringen, Böden schrubben. Lady Comstock ließ sogar ab und zu mal ein freundliches Wort fallen. Fast hätte ich gedacht, ich habe einen Platz in der Welt dieser Leute. Gott erschafft dumme Mädchen, damit er was zu spielen hat. Scheint so, hm? Also ich kann entweder die Schrotflinte nehmen oder ich bleibe beim Karabiner und bei Sturmgewehr. Und das Dreiste ist, um den Safe hier aufzubekommen, brauchen wir 5 Lockpicks. 5 Stück. Na, da muss ich später wohl offensichtlich nochmal herkommen. Ich habe nämlich nur 3. Bin froh, dass ich überhaupt reingekommen bin. Pse. Naja. Irgendeinen Nutzen wird das wohl in Zukunft haben. Gab's auf der anderen Seite nicht einen Automat? Ne, nur für Munition, nur für Armor-Upgrades. Hat sich tatsächlich was geändert, nachdem ich den Karabiner eingesammelt habe? Nö. Gut, gut, gut. Dann. Ich hab Geld gefunden. Oh, das ist schön. Bitte sehr. Gerne. Dann gehen wir doch mal weiter. Ich würde allerdings sagen, was uns hier hinter dem Tor erwartet, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Let's Play Bioshock. Infinite natürlich. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Und tschüss.